Ja, natürlich gibt es Lösungen. Es gibt viele Lösungen. Wir können sie uns sogar aussuchen, welche Form, welchen Weg wir gehen. Und alle Wege führen in die Freiheit, wenn man aus einem geschlossenen Raum rausgeht. Nur aus dem Fenster raus fällt man ein wenig runter. Da kommt man zum Klo und was zum Bestellen. Da fällt man auf mein Auto. Also es gibt viele Wege. Und wer Superman ist, kann sogar fliegen, der kann sich aussuchen, wo er rausgeht. Wichtig ist, dass wir wissen, dass da rausgeht. Weil wo was reingeht, muss auch was rausgehen. Und zum Thema Schulden haben wir eine sehr interessante Sprecherin heute. Und ich möchte die Isabella Haider bitten, uns jetzt vom Kreditopferverein ein bisschen was zum Thema Schulden oder haben wir überhaupt Schulden oder gibt es gar keine Schuld, möglicherweise. Liebe Isabella, bitte. Ja, hallo. Guten Abend. Dankeschön, Isabella, für die Einladung. Mein Name ist Isabella Haider-Verdey. Ich vertrete den Kreditopferverein, bin die Vorsitzende, habe die Funktion der Vorsitzenden und wir haben diesen Verein 2012 im November ins Leben gerufen. Ich möchte aber jetzt ein bisschen ausholen, damit Sie ein bisschen Überblick kriegen, warum ist das überhaupt entstanden, wie kommt man dazu, warum macht man so etwas Verrücktes überhaupt? Ich war fast 20 Jahre lang Unternehmerin, habe Bankkredite gehabt, wir haben das ganz normal zurückbezahlt, wie wahrscheinlich sehr viele hier in diesem Raum. Und irgendwann, als ich begonnen habe, kritische Fragen zu stellen, kritische Themen anzugreifen, habe ich bemerkt, dass ich unbequem werde und habe massive Probleme mit der Bank bekommen. Ich habe dann alles verkauft, konnte mich entschulden, habe mir dann aber irgendwann die Frage gestellt, und da war ich schon weit über 40, was ist überhaupt Geld? Wir brauchen es täglich, wir nehmen es täglich in die Hand, aber wir haben uns noch niemals wirklich die konkrete Frage gestellt, was ist Geld? Woher kommt es? Wer schöpft es? Warum rennen wir den ganzen Tag nur für Geld? Warum rennen wir nur dem Geld nach? Und wir Menschen vergessen uns gänzlich. Wir beuten die Mutter Erde aus, wir leben in einem Luxus, den wahrscheinlich überhaupt niemand braucht, nur des lieben Geldes wegen. Und dann bin ich durch Zufall zu einem Vortrag gekommen, den der Professor Franz Hörmann auf YouTube ausgestrahlt hat, gehalten hat, über das Geld. Ich war so fasziniert, so vom Kopf gestoßen, und haben mir gedacht, ich bin intelligent, ich bin gebildet, ich habe sämtliche Prüfungen gemacht, die man halt so braucht im Leben. Und dann haben wir gedacht, wenn das stimmt, was der Professor Hörmann von sich gibt, und dann sind wir alle irgendwo in einem Dornröschenschlaf, in einem Irrtum. Dann haben wir gedacht, okay, den muss ich anrufen. Ich habe dann in seiner Sprechstunde einen Termin bekommen und habe ihn gefragt, was Geld ist. Er hat mir dann lang und breit erklärt, weil wir alles, ich glaube, das sofort verstehen können, verinnerlichen können. Nur, wie kann das ein Wirtschaftsprofessor einer Wirtschaftsuniversität von sich geben? Warum sitzt er noch auf dem Posten? Dann sind meine kritischen Fragen gekommen, wo ich mir gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht. Der kann das nicht einfach so von sich geben und noch immer dort sitzen, noch immer unterrichten. Aber ein paar Wochen später wurde ich eines Besseren belehrt. Und auch diese Frage hat sich dann geklärt. Er ist suspendiert worden, eben genau, weil er diese Themen angegriffen hat. Das war dann für mich das Zeichen, mich wirklich in diese Materie einzulassen, mich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, zu den Menschen einfach achtsam hinzuhören. Was sagen sie, wo sind ihre Probleme, was haben die für Erfahrungen und warum passiert fast allen immer wieder das Gleiche? Wir haben dann Seminare gemacht, Kurse gemacht, es hat sich eine Gruppe rund um den Professor Hörmann gebildet und im Herbst 2012 haben wir uns entschlossen, das Thema der Geldschöpfung genauer anzuschauen. Wir wollten einen Verein gründen, das war der Ursprungsgedanke, wir gründen den Verein, dass wir die Geldschöpfung hinterfragen. Geldschöpfung bedeutet, stellen Sie sich vor, viele von euch werden schon irgendwann einmal einen Kredit gehabt haben
haben einen Kreditvertrag unterschrieben und meistens fragt dann der Bankbeamte bzw. der, der uns den Kredit vergibt, ja, was haben Sie für Sicherheiten zu bieten? Ja, wir haben ein Auto, wir haben einen Bürgen, wir haben ein Grundstück. Also irgendetwas braucht die Bank als Sicherheit. Als Sicherheit für was? Für Luft? Ich habe mal vor einem Jahr einen Banker damit wirklich bis aufs Blut konfrontiert. Also der war fertig zum Schluss. Er hat die Welt dann nicht mehr verstanden, weil er sagt, wenn das alles stimmt, was du sagst, dann habe ich 30 Jahre eine falsche Aufgabe gemacht. Ich habe gesagt, ja, annähernd 30 Jahre. Sagen wir, die letzten 15 Jahre ist es sicher eine falsche Aufgabe gemacht. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie stehen am Bankschalter, Sie bekommen einen Kreditvertrag und Sie unterschreiben. Was bekommen Sie mit der Unterschrift? Genau. Zahlen. Irgendjemand, widerspricht auch dem Gleichheitsgrundsatz, irgendjemand darf im Computer Zahlen hineintippen. Und diese Zahlen sagen dann, du hast die Schuld bei mir, weil du hast jetzt 100.000 Euro von mir bekommen. Aber der hat keine 100.000 Euro bekommen, er hat einen Buchungssatz bekommen. Und dieser Buchungssatz lautet Forderung gegen Verbindlichkeit. Also das heißt, die Bank hat eine Forderung und gleichzeitig schuldet sie ihm aber das Geld noch, weil niemals ein Geld geflossen ist. Und da wird dann eine Kleinigkeit übersehen. Es wird in dem Moment Geld aus Luft geschöpft. Aber es gibt ja noch eine Klausel drinnen, dass wir Zinsen bezahlen müssen. Zinsen für Luft. Und diese Zinsen, die sind niemals geschöpft worden. Wer soll das zurückbezahlen? Dadurch brauchen wir auch diese Konkurrenzwirtschaft. Ich muss irgendjemandem etwas wegnehmen, damit ich das der Bank geben kann, damit ich meine, unter Anführungszeichen, Schuld begleichen kann, die es aber niemals gegeben hat. Und dadurch, glaube ich, legen wir da einen ganz großen Irrtum auf. Dann haben wir gesagt, okay, der Verein ist gegründet, sehr viele Menschen haben bei uns dann angefragt, aber nicht nur wegen der Geldschöpfung, sondern wegen ernsthaften Probleme, die sie im wirklichen Leben haben. Die Menschen stehen vor Exekutionen, Enteignungen, vor den Trümmern ihrer Existenz. Sie wissen nicht mehr weiter. Interessant ist, egal, wenn eine Bank klagt, sie wird immer gewinnen. Stellen wir uns einmal die Frage, warum gewinnt immer die Bank? Ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Prozesse begleitet und es ist mir eines aufgefallen und ich werde demnächst an alle Gerichtshofpräsidenten einen Brief schreiben. Wie kann es sein, dass jemand über Wirtschaftsthemen urteilen darf, die er überhaupt nicht versteht? Er hat zwar Paragraphen, die er versteht, die er anwenden darf, aber beim letzten Prozess am 2. Oktober in Linz, ist ein großer Prozess gegen die Sparkasse Oberösterreich, einige von euch werden schon davon gehört haben. Das betrifft den Bernhard Koster. Also in Bernhard seinen Namen darf ich nennen, weil der macht alles publik. Der hatte vor 6 Jahren erstmals Probleme mit der Bank. Sein Kredit wurde fällig gestellt, sie sind über ihre eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen hinweggegangen und haben einfach fällig gestellt und haben nur ironischerweise vor Gericht gewonnen. Dem Bernhard ist es gelungen, anhand eines Sachverständigergutachten, ein gerichtlich beeideter Sachverständiger hat nachgewiesen, dass der Bernhard recht hat. Das Urteil war was anderes. In Österreich heißt es ja so schön, Rechtskraft heilt Mängel. Das heißt, wenn du ein Irrtum hast und wenn es ein Fehlurteil ist, das Urteil tickt, das gilt. So, jetzt ist der Bernhard immer wieder weitergegangen, hat eine eigene Homepage gemacht. Fast seine ganze Familie, die geliked hat, die das gepostet hat, wurde verklagt, weil sie das ja nicht dürfen. Jetzt stellt sich schon die Frage, warum dürfen die das nicht? Das ist doch meine eigene Erfahrung, das war Bernhard seine Erfahrung. Sämtliche Unterlagen vom Gericht gekommen, er darf das nicht. Er macht Rufschädigung. Die Bank kommt in Misskredit. Die Bank verliert Kunden. Es entsteht Schaden. Wenn Sie das hören, werden Sie wahrscheinlich wissen, auf was die Bank hinaus möchte. Sie möchte einfach einen unangenehmen Menschen, der hinter die Kulissen geblickt hat und sehr wohl weiß, was da passiert, mundtot machen.
Am 2. Oktober bei dieser Verhandlung, das war wirklich hochinteressant, ich habe eine Richterin erlebt, so wie das typisch Weibliche wahrscheinlich, es war etwas Warmherziges da, die hat einmal aufgerufen, das habe ich noch bei keiner Gerichtsverhandlung vorher erlebt, wollt ihr euch nicht einigen, ihr seid schon so lange vor dem Kernthema weg, da geht es ja schon gar nicht mehr um das Kernthema, sondern die Fronten haben sich verhärtet. Der Anwalt von Bernhard Koster, der hat gesagt, ja, können wir machen, wir versuchen wir. Der Anwalt der Bank, nein, wir machen den Prozess. Wir ziehen das jetzt durch, wir können vielleicht später reden. Es war eine Arroganz, dass ihm wirklich der Schaden über den Rücken gelaufen ist. Es wurde dann 7 Stunden verhandelt, also die nächste Verhandlung ist kommenden Freitag am 24. in Linz, sie geht weiter. Aber dort habe ich was erlebt, wo ich mir gedacht habe, ich muss dem Vorstand der Sparkasse Oberösterreich wieder einmal einen Brief schreiben. Der Brief hat dann gelautet, ich habe einen Tag vorher ein Inserat gelesen, Brücken bauen, reichen wir uns die Hände. In jeder Beziehung zählen die Menschen. Entschuldigen Sie jetzt diese Ausdrucksweise, aber das ist reine Verarsche. Papier ist geduldig. Die Menschen werden geblendet und in die Irre geführt. Ich habe dann gedacht, okay, schreibt dem Vorstand, schreibt ihm, was da passiert, was bei diesem Prozess passiert ist, weil von der Bank war sowieso niemand anwesend. Ich habe mitgeteilt von dieser Richterin, vor ihrem großen Herz, also die hat was getan, wo ich heute noch sage, Hochachtung. Die Zeugen der Bank, na gut, die haben ihre normale Geschichten runtergerattert. Dann ist der Bernhard einvernommen worden. Und dann ist eine Präpotenz an den Tag getreten, wo ich mir gedacht habe, was passiert? Das waren circa 70, 80 Leute bei dieser Verhandlung. Also es war eine öffentliche und es war interessant. Der Anwalt hat versucht, den Herrn Koster so in die Enge zu reden, so am Boden zu bringen, der so vorhergegangen ist und die eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse Oberösterreich in Frage gestellt hat. Ein Anwalt stellt die eigenen Geschäftsbedingungen in Frage. Wie kann ein Kunde, ein Kreditnehmer dieser Sparkasse oder überhaupt des Sparkassensektors überhaupt daran glauben, dass die Sparkasse ihre eigenen Geschäftsbedingungen einhält? Mir ist nur noch der Mund offen geblieben. Dann habe ich mir gedacht, okay, es hat mein Anwalt. Und habe dem Vorstand geschrieben mit der Bitte, setzen wir uns an einen Tisch, reichen uns die Hände, vergessen wir die Vergangenheit, denn jeder hat schon vergessen, was eigentlich der Ursprungskonflikt gewesen ist. Was glauben Sie, was geschehen ist? Es hat sich niemand gemeldet. Dann war sie mich sehr bedenklich. Dann haben wir gedacht, okay, wenn ihr glaubt, ihr sitzt dann am Posten und ihr könnt über Menschen richten, dann habt ihr eure Funktion missverstanden. Ihr habt zu dienen. Aber wirklich auf einer Ebene, auf einer Herzensebene, auf einer ehrlichen Ebene, aber nicht auf so einer verlogenen Kriminellen. Dann haben wir einen offenen Brief daraus gemacht und wir stellen öffentlich die Frage, ist es klug, Kunde der Sparkasse Oberösterreich zu sein oder ist es gefährlich? Es liegt nicht in unserer Hand. Wir wissen nicht, wie es in einem halben Jahr in unserem Leben weitergeht, wie es aussehen wird. Auch wir können in eine Situation kommen, in der jetzt der Koster Bernhard ist. Dann sind alle Vereinbarungen, alle Verträge, alles nichtig. Und das kann es nicht sein. Es liegt in unserer Hand, in unserer aller Hand. Wir brauchen weder die Gesetze oder Paragraphen anwenden. Wir müssen uns die Hände reichen. Wir haben die Macht. Es liegt in uns, nur in uns. Wir brauchen nicht glauben, dass irgendjemand von der Regierung, die von irgendjemandem gewählt wird, für uns was tut. Das ist ein Irrtum. Wir müssen vorgehen. Wir müssen sagen, okay, um das geht es. Vor allem muss ich da immer wieder die Frauen auffordern, geht's in eine eigene Kraft, ihr habt die Kraft. Steht dem ein, es kann nicht schief gehen, es kann absolut nicht schief gehen, wenn nämlich die Frauen endlich in ihre Kraft gehen, dann schaffen es die Männer vielleicht, dass sie in ihr Herz kommen. Und das ist unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist, dass wir glauben, oder dass viele glauben, dass sie Erfolg haben oder mächtig sind, nur wenn sie Geld haben. Das ist krank. Und genau dieses Spiel gibt uns im Moment diese kranke Gesellschaft. Wir haben dann gesagt, okay, wie können wir am besten vorgehen? Wir haben wirklich wahnsinnig viele Klagen am Tisch liegen. Wir begleiten viele Menschen. Das
sind alles Einzelkämpfer. Und als Einzelkämpfer wirst du ausgehungert. Ausgehungert im Finanziellen. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir in Europa die höchsten Gerichtskosten haben, die höchsten Gerichtsabgaben haben. Wer soll sich denn das leisten? Das kann sich niemand leisten. Entweder man ist rechtsschutzversichert, dann gibt es von der Versicherung her auch immer wieder Ausreden, warum das nicht gedeckt ist. Man hat genug Geld, das durchzujudizieren, dann wird man sich schnell einigen, weil da lässt sich keine Bank ein. Oder man muss mit dem ersten Urteil zufrieden sein und sich alles wegnehmen lassen. Und das kann es nicht sein. Wir haben dadurch jetzt die Sammelklage ins Leben gerufen. Bei vielen von euch wird es wahrscheinlich aufgefallen sein, dass auch die Zinssätze manipuliert sind. Wir reden hier von sehr, sehr hohen Summen. Die Sammelklage, die wir jetzt im November einreichen werden beim Handelsgericht Wien, soll eine Feststellungsklage sein, wo festgestellt wird, dass an den Referenzzinssätzen LIBOR und Euribor manipuliert wurde. Immerhin gab es ja Strafzahlungen in der Höhe von 1,7 Milliarden an die EU. Hat irgendjemand von euch auf einen Auszug gesehen, auch Sie haben zu viel Zinsen bezahlt? Glaube ich nicht. Überall, wo zu viel bezahlt wurde, wurde noch niemals etwas zurückgegeben. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wenn jetzt Zinssätze manipuliert sind, sind diese Verträge dann rechtsgültig, wenn ich einen Betrug aufsetze? Was passiert dann? Ein Richter kann das nicht wirklich vom Tisch weisen. Er wird diese Strafzahlungen kennen. Aber was passiert, wenn das Gericht jetzt sagt, ja, da ist manipuliert worden, die Bank hat etwas zurückzubezahlen? Was ist mit den Verträgen? Sind die dann gültig? Was passiert dann? Das ist eben die gute Frage, wo Recht beginnt und wo Recht aufhört. Und mir ist wahnsinnig gut gefallen, wie der Tassilo den Rechtsbankrott vorgelesen hat, weil in der Tat, wir haben einen Rechtsbankrott. Ich möchte euch jetzt noch eine Geschichte erzählen, wo ich zum Schluss dann dazu sagen möchte, wer in Österreich tatsächlich die Regierung ist. Wir können jetzt vor Republik reden, vor Unternehmen reden. Ich glaube, das sind Begrifflichkeiten, aber wer wirklich die Macht über uns hat. Und es geht nur darum, über Begrifflichkeiten können wir schon reden, aber wir müssen uns aus den Klauen der Macht befreien. Und das können wir nur miteinander, mit unserer Kraft, mit unserem Herz. Den Verstand schalten wir ein bisschen aus, weil der leitet uns ab und zu in die Irre, aber unser Herz, unser Bauchgefühl belügt uns nicht. Wir wissen, dass wir vor einem Abgrund stehen. Wir haben circa, das war glaube ich im Mai, nach unserer Pressekonferenz vom 22. Mai, haben wir eine Anfrage aus Indonesien bekommen. Und dann haben wir gedacht, okay, hört sich interessant an. Aber was dann nach 7 Wochen oder 8 Wochen Prüfung am Tisch gelegen ist, ist ein Wahnsinn, ist ein totaler Wahnsinn. Es hat in den 70er, 80er Jahren diese Wechselreitereien gegeben, wo die Raiffeisen Zentralbank ganz, ganz groß im Spiel war. Das muss man sich so vorstellen, man hat zu viel Geld gehabt und hat sich mit den Zinsen locken lassen. Die Gier des Menschen, ja, die ist ja teilweise ja, sehr lustig und interessant und unbegrenzt, genau. Bis zu 30% Zinsen wurde da versprochen. Diese Gelder sind nirgends aufgeschienen, muss man sich mal vorstellen. Es hat schon Schwebekunden das damals gegeben, aber die Gelder sind nirgends aufgeschienen. Man ist hingegangen zur Bank, es hat ein, zwei so Berater gegeben, den hast du 1 Million Schilling hingeschoben. Er hat einen Wechsel gegeben, wo 1 Million oben gestanden ist. Und dann hast du noch die Zinsen dazu gekriegt und hast 1,3 Millionen gehabt. Und das hat immer ein Jahr gegolten. 1991 wäre das fast aufgeflogen, man konnte es noch einmal verduschen. 1994 ist dann wirklich aufgeflogen, eben weil diese Familie gesagt hat, da passiert schwerer Betrug. Und dann ist was Interessantes passiert. Es wurde der Spieß umgedreht. Wir haben bis heute noch nicht die Strafanzeige dieser Familie gefunden. Es würde mich nicht wundern, wenn die verschwunden ist. Am nächsten Tag, nach dieser Strafanzeige, hat die Raiffeisen Zentralbank eine Anzeige gegen einen einzigen Mann gemacht, der diese Spielereien, der diese Wechselgeschichten in Milliardensummen, wohlgemerkt in Schilling, jonglieren konnte. Es wurde ein Showprozess gemacht, der unvorstellbar ist. Und diese Familie ist das einzige noch im Besitz von diesen Wechseln. Und ich habe mir gedacht, okay, ist ja sehr einfach, schreibst der Bank, dem Rottensteiner, er soll das Geld, was er schuldet, ausbezahlen.
Sie wollen das nicht ausbezahlen, sie werden nicht. Nur was wir da drauf kommen sind, was ist eigentlich mit dem Geld passiert? Wo kann man so viel Zinsen hergeben? Wie kann man etwas so hoch verzinsen? Mit welchen Geschäften? Und dann ist man ganz anders geworden. Wir als neutrales Land haben Waffen produziert im großen Stil. Wir als neutrales Land sind Drehscheibe für sehr viel Kriminalität. Am Anfang war ich nur schüchtern, das auszusprechen. Aber ich weiß, da ist so viel passiert. Und alles sind die Karriereleiter hinaufgestiegen. Nehmen wir hier einen Stepitsch. Jetzt ist er gerade gefallen und ich hoffe, er bleibt jetzt da unten, weil er hat genug Schaden angerichtet und er sollte auch zu seiner Verantwortung gezogen werden. Schauen wir, was mit dem Lipscher jetzt passiert ist. Lipscher war ja ganz eine große Nummer auch in diesen Wechselgeschichten. Was ist passiert? Jetzt sitzt er im Volksbankenaufsichtsrat. Also die haben ein Netzwerk, die halten so zusammen, dass ja niemand etwas sagen darf. Ob das jetzt ein Richter ist, ob das ein Staatsanwalt ist, ob das ihre eigenen Kollegen sind, ob das andere Banken sind, weil ich vielleicht auf eine andere Bank gehen will. Du hast keine Chance. Du hast in Österreich keine Chance, etwas zu verändern. Wenn wir dem System treu sind und an das System glauben. Wenn wir hergehen und sagen, okay, das ist euer System, bleibt sie in eurer Sandkiste, spielt euer Spiel. Nur wir spielen nicht mehr mit. Wir nehmen unsere Gelder raus. Wer sagt denn, dass ich nicht dir mein Geld bohren darf, weil du so ein tolles Projekt hast? Da sind wir wieder beim Heini Staudinger. Jeder kennt die Geschichte vom Heini, hat tolle Projekte, ist jemandem unbequem geworden, wahrscheinlich der niederösterreichischen Energie AG, was sich wahrscheinlich hinter Polo und Konsorten versteckt. Und auf einmal will man ihn abdrehen. Aber bessere Plattform haben sie den Heini ja gar nicht bieten können. Und allen Menschen, die nach Wahrheit streben und sagen, wir müssen miteinander in eine gesunde Gesellschaft gehen. Dadurch denke ich, wir brauchen nicht großartig gegen Systeme ankämpfen, weil Kampf erzeugt Widerkampf. Druck erzeugt Gegendruck. Reichen wir uns die Hände, sagen, okay, wir haben alle miteinander Fehler gemacht in der Vergangenheit, vergessen wir das, beginnen neu. Gehen wir neue Wege. Es liegt an uns, nicht an die Kasperlen, die irgendwo sitzen und glauben, ja, an irgendeinen Knopf drehen zu können. Steigen wir raus aus der Angst, wir brauchen ja die Angst gar nicht. Verlassen wir auch die Sandkiste der Angst, die brauchen wir nicht. Für was? Vor was sollen wir denn Angst haben? Ich war letzte Woche bei, da habe ich schmunzeln müssen, wie der Tassilo das erzählt hat, wenn man bei Gericht ist. Ich war letzte Woche bei Gericht, weil ich jemanden vertreten habe und begleitet habe. Also was die Richterin zu mir jetzt gesagt hat, ich muss sagen, ich verliere nicht schnell meine Mitte, aber im ersten Moment habe ich, boah, wo bin ich jetzt? Was ist jetzt los? Bin ich im falschen Film? Was glaubt ihr eigentlich? Ich habe jemanden vertreten, den ich kommen konnte. Ich habe einen Fall aufgeklärt nach 1,5 Jahren. Tausende von Stunden drinnen. Schwerster Betrug an Massenverwaltergeschichten. Und dann sagt mir die, wer sagt denn, dass sie eine ehrliche Person sind, Person hat sie gesagt, und diese Familie nicht bestehlen. Ich war baff. Ich war einfach nur noch baff und habe mir gedacht, was willst du eigentlich? Seid ihr wirklich so weit weg von der Realität oder müsst ihr euch gegenseitig decken? Nach ein paar Tagen habe ich mir gedacht, das ist das Zweite, sie müssen sich gegenseitig decken. Hundertprozentig. Weil wenn jetzt einmal ein Dominostein fällt, beginnen alle zu fallen. Und ich möchte euch wirklich, jeden Einzelnen von euch ermutigen, sagt das im Hier und Jetzt, was ihr fühlt, was in euch ist. Euer Gefühl täuscht euch nie. Egal, was das Gegenüber sagt oder lächelt und sagt, hast du das jetzt studiert oder weiß das ich? Ich sage dann immer nur, mein Gefühl sagt mir das. Und das hat mich nie belogen. Das, was ich oft auswendig gelernt habe, das ist ja nicht immer so gut gewesen. Denkt alle an eure Schulzeit zurück. Für wie viel Schwachsinn habt ihr was auswendig lernen müssen? Ich denke, ich muss ja gerne an Ernährungslehre zurück. Dann habe ich noch Tests schreiben müssen, habe natürlich auch meine 5er gekriegt, aber auch bessere Noten. Und heute ist 80% von dem Wissen, was ich damals gelernt habe und dann ausgespuckt habe, nichtig, das gibt es nicht mehr. Und das ist krank. Das ist wirklich krank. So wie du richtig sagst mit dem Rechtsbankrott, lest euch das durch. Lest wirklich durch, was dort steht. Und steht ein dafür. Was wollen sie denn da tun? Naja, da kriegen wir Strafanzeige. Und wem reißt das vom Hocker? Niemanden, oder?
Also was soll's? Ich glaube, jeder einzelne von uns da im Raum ist einfach aufgefordert, seine Angst freizulassen. Bedankt euch bei ihr, dass sie euch ständig begleitet hat, dass sie ein guter, treuer Begleiter war. Aber jetzt schickt es in Ruhestand. Ihr braucht es nicht, weil es kann euch nichts passieren. Es passiert nämlich wirklich nichts. Das System versucht immer mit Angst irgendwann Druck aufzubauen und wenn du das jetzt nicht tust, dann hast du die und die Strafe. Ja, was soll passieren? Komm ins Gefängnis, na schlimm. Bessere Plattform kann man ja gar nicht mehr bitten, oder? Das ist ja wunderbar. Bitte? Es gibt Essen und Bett umsonst. Umsonst, im wahrsten Sinne des Wortes, umsonst. Ja, das ist, also ich habe das vor kurzem einmal gehört, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wisst ihr, dass ein Gefängnistag 3.000 Euro kostet? Ja. Ich habe das noch nie nachgeprüft, also ich sage das jetzt ungeprüft nach. Jetzt stellt euch vor, wenn man einen Strafzettel nicht bezahlt, dann kannst du ja 2 Tage in Haft gehen. Kostet die 50 Euro Strafzettel im Staat dann 6.000 Euro? Da haben wir Schildbürger irgendwo, oder? Also so kann es einfach nicht funktionieren. Und dadurch, glaube ich, reichen wir uns die Hände, vernetzen wir uns. Social Media ist, glaube ich, ganz, ganz ein gutes Instrument, dass wir das tun können. Machen wir es einfach. Wer hält uns auf? Wer kann uns stoppen? Es wird uns niemand stoppen. Und ich habe einen großen Traum. Ich weiß, alle, die ihr hier sitzt, meine Vorredner, wir reden alle vom Gleichen. Wir haben alle das gleiche Ziel. Die Wege sind leicht different. Aber das macht ja nichts. Wir treffen uns auf unserem Weg. Und am Ziel können wir uns dann umarmen und sagen, okay, jetzt haben wir etwas geschaffen für die nächsten Generationen. Einfach für unsere Kinder, Kindeskinder, dass die Mutter Erde nicht mehr so ausgebeutet wird, nicht vernichtet wird. Schaut euch die ganzen Kriege an, die wir überall haben. Für was? Für das, und für was? Für das bedruckte Papier im Endeffekt. Das nichts wert ist, das absolut nichts wert ist. Aber wir dienen dem Ganzen. Wir fügen uns dem Ganzen. Und wenn irgendjemand sagt, ja, mir geht das nichts an, ich habe da keine Kredite oder irgendwas. Jeder von euch hat einen Kredit. Jeder Einzelne, der keinen hat, der überall, was ihr trinkt und esst, überall sind die Zinsen drauf. Wir zahlen das. Wir zahlen diesen Schwachsinn. Wie lange wollen wir das noch machen? Der Kreditopferverein wird im November diesen Jahres die Sammelklage einreichen. Und mit dieser Sammelklage bin ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr alleine, weiß ich, dass es in Europa ein leichtes Erdbeben geben wird. Auch andere europäische Staaten werden herschauen. Das ist dann das berühmte morphogenetische Feld. Also wenn du irgendetwas beginnst, es werden immer mehr und mehr. Und die werden sich sicher anschließen und sich das nicht mehr gefallen lassen. Weil ich glaube, dass die Zeit drängt, dass man nicht wieder einen Krieg vor der Haustür haben. Es hat schon genügend Male die berühmten Trümmerfrauen gegeben, die wieder aufgebaut haben, weil irgendetwas zerstört worden ist. Das kann es nicht sein und das darf es nicht mehr sein. Reichen wir uns die Hände, gehen wir miteinander, bevor es wieder zu Trümmern kommt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt keinen Mangel. Es ist ein Irrtum, den gibt es nicht, den hat es nie gegeben. Die Natur, die Schöpfung ist immer Fülle. Es ist nur dieser Irrglaube, in dem wir im Moment nur ein bisschen verweilen oder ein bisschen schlafen wollen, verlassen wir den Traum und gehen wir wirklich in die Realität, in unser Sein. Und ihr werdet sehen, es passt alles, es löst sich alles im Wohlgefallen auf und das schaffen wir miteinander. Es ist so einfach. Ich lade euch alle wirklich ganz, ganz herzlich dazu ein. Machen wir das, treffen wir uns in Kürze auf den Gipfel miteinander. Es kann ganz, ganz schnell gehen. Es geht nur um die kritische Menge. Und das sind immer 13% oder 14%. Um mehr geht es nicht. Und wenn wir brauchen nicht einmal viele Worte machen, wir müssen unser Herz strahlen lassen. Unser Charisma, unser Schein, das strahlen wir aus, das Licht macht zu viel. Aber wir brauchen nicht großartige Reden schwingen, großartig überall sein. Wir brauchen nur präsent sein und miteinander verbunden. Wie der Tassilo vorhin gesagt hat, allein sein, das heißt im All eins sein. Wir sind eine Einheit. Und bitte lasst uns miteinander den Weg gehen. Ich freue mich darauf. Danke.
Dankeschön, Isabella, für deine sehr bewegenden Worte.